Und ich kenne viele Bürger, die Angst haben vor Nancy Faeser und ihrer absoluten Tatenlosigkeit angesichts einer sich immer weiter steigernden Masseneinwanderung. Radikal ist es auch, die Verfassung zu brechen. Und die Verfassung haben nicht wir in den vergangenen 5 Jahren gebrochen. Nein, es war die schwarz-grüne Landesregierung, die sie gleich 2-mal in dieser Legislaturperiode gebrochen hat. Einmal hat die AfD sie gestellt, als Schwarz-Grün die 12 Milliarden Schuldenorgie namens Sondervermögen beschlossen hatte. Und meine Damen und Herren, wie verlogen ist das eigentlich, mal am Rande bemerkt, als Regierung Schulden als Vermögen zu bezeichnen?